Und damit willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival in der Version 3.2.0. Immer noch, vielleicht gibt es auch schon wieder ein Update, wir wissen es nicht. Keine Ahnung, soll ja demnächst wieder ein größeres Update kommen. Und ja, Hallo. Mit dabei ist auch der Kotti, ihr seht ihn da unten. Hallo. Er hat jetzt einen Wassergenerator gebaut. Da. Und kannst du den bitte platzieren, ohne mit dem Schiff zu fliegen und dann hier wieder Dellen reinzumachen? Ich mache keine Dellen rein, aber wir haben so langsam ein Problem, merke ich. Was denn? Uns geht das Promethium aus. Ja und? Und das brauchen wir für Fuel Tanks, ne? Ja, ich fliege gleich weg, welches holen. Ich habe zum Glück, ich habe da mal was vorbereitet. Ich kann doch noch Fuel Tanks erzeugen hier, was ich da. Was? Oder? So, wo bist du? Ich baue jetzt einen Water Generator. Oh ne, Promethium. Okay, gut. Warte. Wo ist er denn? Ich stehe am Oxygen Generator. Halt, heißt der jetzt Sauerstoff Generator. Au, au. Ich gucke von hier oben, hier ist es sicher. Hä? Achso. So. Zack. Da ist er. Hey, jetzt kriegt er noch ein bisschen Energie rein. Zack, zack, zack. Oh, er leuchtet und er läuft. Okay, ich kann ihn nicht öffnen. Eine Minute 20 und dann hast du Purified Water. Wie viel Luft haben wir denn mittlerweile? Da ist auch Luft, hä? Achso. Ah, 4 Stück. Leg ich mal ins Schiff. Ja, wir brauchen Promethium. Ich mache mich auf die Suche, ne? Genau, mach du dich mal auf die Suche. Während ich... Mit unserem tiefer gelegten Schiff, zumindest hinten. Macht man das nicht normalerweise? Aber umgedreht? Schotter hast du gesagt. Irgendwo bekommt man ja Schotter. Hey, ich muss es ja einfach so, also einfach graben, ne? Hast du gesagt. Einfach graben. Ja, Schotter ist unter der Erde und ja. Muss ich gerade mal gucken. Hatten wir überhaupt schon Promethium irgendwo gefunden? Ja, hatten wir. Es ist weit weg. Ah, halt. Ich wollte mir vorhin eine Waffe bauen. Also eine Waffe für die... Fürs Raumschiff. Ich bin jetzt schon unter der Wassernarbe. Weißt du, was mir jetzt passieren würde? Jetzt kommt's. Wie sieht hier die Physik aus? Alle, ich bin noch bei mir der Wassernarbe. Verdammt, was erzähl ich denn da? Kannst du normalerweise ganz normal, ja, ein bisschen tiefer musst du schon. Aber das kannst du im Normalfall ganz normal einsammeln. Metallstücke. Wo ist denn schon Metallstücke? So, das sind die kleinen Drecksdinger. Nix. Ich baue mir dann einen Schreck und was fürs Raumschiff. Was? Du bist jetzt gerade. Achso, ja, da muss ich jetzt etwa lauter sprechen. Ja, das wäre super, wenn du ein bisschen den Mund aufkriegen würdest, ja. Ja, hallo. Erstmal. Mach den Mund auf und hör auf zu kleckern. Uns geht das Eisen aus. Was? Uns geht das Eisen aus? Ja, uns geht gerade alles aus, merke ich gerade. Oh, ich habe die ersten paar Schotterteile. Wie viel ist denn das immer? Wow. 3 bis 2 Stück sind das immer. Ja, ist nicht viel. Von ein paar hast du Schotter. Ist sogar hier in deinem Konstruktor. Ja, ja, weiß ich. Aber wir brauchen mal 5 Stück. Wir möchten uns ja noch weiter Essensversorgung machen. Wow. Verheimlicht der mir hier, dass er so ganz viele Metallstücke noch hat? So. Metallkomponenten 10. Wenn ich dir was verheimlichen würde, ja, dann eher, dass ich Was? Erweiterte CPU? Ja. Was mit einem anderen Let's Player habe, so. Hast du ja noch nicht. Was? Hast du ja noch nicht. Natürlich, ich hab's mit dem Piamtiot. Ah ne, Mike Z. Falsch, meiner. Ach, jetzt fängst du schon an wie deine Frau, ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So. Gucken wir mal, nachdem ich jetzt hier ein paar Sachen eingesammelt habe und der Cordy da ist. So. Ich merke gerade, dass ich. Jetzt mache ich mir hier gerade Munition für die Shotgun, aber normale Munition für die Pistole habe ich gar nichts mehr. So. Kaliber, hier. So, da sind diese Promethium-Pellets, dafür brauchen wir Promethium-Erz und davon haben wir keins mehr, ne? Ich bin ja gleich weg, ich brauche noch ein bisschen Munition für unterwegs. Ein bisschen schneller hierher. Ja, sagt das nicht mir, sagt das dem Herrn Konstruktor hier. Würde mich nämlich eigentlich gerne
eine Railgun fürs Flugzeug basteln, aber das will gerade nicht so. So, jetzt brauche ich dann das gereinigte Wasser. Railgun, was brauchen der? Eins. Zwei. Zwei sind da, gut. So. Gereinigtes Wasser. Kann man eigentlich mal so trinken, weil eigentlich habe ich auch Durst und Hunger und auch alles. Das in Kombination mit dem. Ja, bitte. So, dem hier. Kann ich dann hier zweimal die Nährlösung herstellen. So, und danach. Oh, Fiber? Ich habe kein Fieber mehr. Yay, der Tro ist gesund. Mhm. Ja, es muss erst wachsen, deswegen. Das ist jetzt doof. Das ist ganz doof. Ja. Ganz doof. Ungefähr in diese Richtung. Oh, haben wir noch was zu essen irgendwo? Brauchst du gerade was? Ja. Warte. Komm mal ans Flugzeug, was gerade runterkommt. Oh oh, ich bin gerade am Verhungern. Ja, dann komm hier in den Container, wo ich gerade stehe. Ja, stimmt, das ist doch hier dieses Gegengift? Nein, nee, wo ist es denn? Ah, daneben. Oh, Notration. Ist dann auch die letzte, ne? Oh, puh. Puh, 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 danke. Ja, das heißt, jetzt brauchen wir Nahrung, ne? Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, ich bin ja schon dabei, das alles zu produzieren, meine Güte. Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben, ne? Notration, kann ich die überhaupt herstellen? Ja, kann ich. Oh. Möchtest du nicht wissen, was wir dafür alles brauchen? Was für die Notration? Ja. Wahrscheinlich einiges. Kunststoff-Rohmaterial 3, Energiepillen 1, Ham 3, Brot 1, Space Durians 2, Perthing-Früchte 2, Fiber 3, Gesteinsmehl 2, gereinigtes Wasser 5. Ja, nee, ist klar. Was ist denn das? Ach nee, da ist schon wieder so eine Drohne. Echt? Wieso fliegt die hier beim Promethium rum? Ich guck mal, wo du gerade bist. Warum habe ich jetzt keine Kanone an Bord? Wo bist du denn? Heißt, ich muss mich da jetzt langsam ranpirschen. Ach da. Alter, bist du weit weg. Wir wissen Magnesium, ja, dass wir die platt kriegen. Magnesium, Kopper, Kobalt. Magnesium. Ja, wo dann? Komm her. Macht dich kalt. Kobalt. Ja. Aber ein bisschen schlecht alles entdeckt, oder? Warum? Nur so. So, Haben wir runtergeholt. Na, siehst du. Hast du gleich noch ein paar Sachen, die du mitbringen kannst wieder. Ja, was hat er dann? Metallkomponenten, Motor, Rohre, Computer, Kondensator, Reaktorkern und ich werde schon wieder. Och, lad doch nach. Noch eine? Komm schon. Oder was? Nein, diese Mistpflanzen. Achso. Und ich glaube, ich werde gleich sterben. Nee, lass mal. Bleib doch, ich habe eine offene Wunde. Medikit, war hier irgendwo im Flugzeug noch eins? Ja. Sogar noch eine Entgiftungsspritze. Komm. Oh. Siehste, halb so schlimm, ne? Ich lebe noch. So, Promethium. Warum ist das jetzt schon wieder so weit weg? Frag mich mal was Leichteres. Warum ist das so weit weg? Okay, frag mich was Schwereres. Keine Ahnung. Na, siehste, haben wir das auch geklärt. So. Die sind voll viele von den Viechern, ey. Das ist gerade gar nicht gut. Ja, frag mal, was hier gerade los ist. Ich höre auch nur dieses. Hätte vielleicht nicht unbedingt in der Nacht fliegen sollen, ne? Naja, mal ein Unterschied, ob Tag oder Nacht. Fliegen tust du eh bescheuert. Ja, da gebe ich dir sogar recht. Ja, siehst du also. So, hier kann ich noch zwei Blöcke platzieren. Ach, die rennen da hinten. Alter, das ist ja in Ordnung. Eine ganze Armada. Was an Gegnern? Hm. Achso. Boah, kommt vor. Jetzt habe ich Aggro gezogen. Hallo, wir sind hier nicht bei World of Warcraft oder irgendeinem anderen MMO, wo man Aggro zieht.
Tank, Tank, Tank! Need heal, need heal! Ich habe Tanken immer gehasst. Spot. Charge! CC? Ja, das waren Zeiten. Ah ja, das waren Zeiten. Übrigens, wusstest du, okay, es ist jetzt ein bisschen her, na, also, wo wir die Aufnahme aufnehmen, Nintendo ist heute 126 Jahre alt. Man sieht das alte Säcke. Das doch schon so alt. 126 doch. Guck mal, da sind wir beide noch Jungspunde. Obwohl wir auch schon ziemlich alt sind, ne? Da waren wir noch nicht mal mehr Spermien. 126, ja klar, ich meine, die haben ja früher noch Spielkarten und so weiter, ne? Was? Ja, sie besitzen die Rechte an zwei Pornos. Er hat das böse P-Wort gesagt, Leute. Er hat es gesagt, er hat es sich getraut. Ja. Steinigt ihn! So. Ja. Ja, ja, ja. Super Honeo Brothers. So. Was sagst du jetzt? Jetzt habe ich es ausgesprochen. Hast du den gesehen? Nein, du. Nein, ich wusste gar nicht bis vor kurzem, dass es die überhaupt gibt. Doch, die Legende gibt es wirklich. Die Legende. Um Super Honeo Brothers 1 und 2. So. Aber was wir ja mal ansprechen können, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute es gesehen haben oder nicht. Lieber Corti, ich habe gehört, die hat da etwas ganz lecker geschmeckt. Ich wollte das doch nochmal ansprechen. Dass du das aber auch... Oh. Ich weiß nicht, wovon du redest, tut mir leid. Seht ihr, und deswegen, liebe Leute, ernährt euch gesund und nicht so wie der Corti, weil man bekommt dadurch irgendwie anscheinend Alzheimer. Ha, ha, ha. Ey, sei froh, dass sie gesagt haben, Tierfutter. Damit, wieso? Okay, ich kann damit auch froh sein. Tierfutter darf jetzt erstmal gar nichts mehr kommen. Jetzt stell dir mal vor, ja? Die wären damit gekommen. Katzenfeuchtfutter. Boah. Alter. Der hätte sie, glaube ich, im Bogen gereiert. Ja, da war ich mit dem Fruchtdrops und was da auch alles. Das fand ich so geil. Auf Fleisch fruchtig. Ja, man muss doch alles positiv sehen, ne? Nee, aber jetzt mal wirklich so, wie war es denn so geschmacklich? So mal beschrieben. Weil in dem Video sagst du zwar, ne? Aber also. Ganz ehrlich, so ein bisschen wie Müsli und ein bisschen mit Frucht und scheiße zäh die Kacke. Ich glaube, das habe ich nicht noch einmal erwähnt. Ja, ja, zäh, okay, gut. Vielleicht kann man das ja das nächste Mal vielleicht mit Milch machen. Also, nee, war es also in dem Augenblick, weil Hamster und Meerschweinchen, die haben ja wirklich den Vorteil, dass sie keine Fleischbeilagen haben. Mm. Hattest du ja wirklich einen Vorteil. Ich hätte zum Beispiel Glück sowas nicht gehabt, ich hätte nur Katzenfutter gehabt. Leber. Hühnchen. Ja. Obwohl, nee, er isst gerne Fisch. Immer noch schlimmer. Also, in dem Augenblick wäre es nochmal bei weitem schlimmer für mich gekommen. Da kann ich ja fast froh sein, dass ich keine Katze mehr habe, ne? Hast du keine Muschi zu... Egal. Oh. Ja, komm, der war jetzt tiefgründig. Komm, also ein bisschen Applaus jetzt hier. Ein bisschen Applaus. Applaus hier, komm. Warte. Gut, danke, danke, danke. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen flacher sein, ne? Ein bisschen Spaß muss sein, wenn du mich schon loswerden willst. Genau. Was? Wieso? Ich habe die Strafe nicht ausgesucht. Stopp, 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 stopp. Ich rede jetzt nicht von der Strafe. Achso, du redest von der Sache mit Rust. Ja. Ja und nein. Die Leute haben sich so teilweise, also die freuen sich halt immer über Rust. Das ist so, die Leute freuen sich, aber man möchte auch sich, sag ich mal, neu orientieren. Also nicht neu orientieren, das ist so doof ausgedrückt. Man möchte halt auch, jede Woche oder alle zwei Wochen immer wieder das Gleiche bauen und bauen. Ich wollte es doch gerade sagen, sprich es doch einfach an. Es ist im Moment immer dasselbe. Ja, wir kommen nicht wirklich weit und ja, wir könnten 3, 4, 5 Stunden aufnehmen und dann hätten wir eine riesen Session, aber dann sind wir schon sowas von out of date. Out of date, da geht gar nicht mehr. Und ganz im Ernst, wer will 5 Stunden Livestream? Ja, doch, es gibt Leute, die es machen wollen, ja. Aber 5 Stunden am Stück Rust und die ganze Zeit laber, 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 laber. Ja, man muss auch leider dazu sagen, dass Rust im Endgame-Content, nennen wir es jetzt mal, wenn wir vorhin schon wieder bei MMO waren, im Endgame-Content halt nicht wirklich viel. Jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich.
Ja, gegenseitig sich kaputt raiden. Ja, das war's dann auch. Ja, also da müsste jetzt an der Stelle von Rust nachts Gefahren drohen. Das ist aber auch etwas, was ich bei Rising World schon gesagt habe. Bringt nachts Gefahren rein. Ja, so ja, man muss dazu sagen, irgendwo habe ich ja mal gehört, sie sind am Überlegen, ob sie die Zombies nicht wieder reinbringen, ne? Ja, richtig, aber selbst dann waren die Zombies damals auch nur an einer Stelle, sind da rumgerannt und dann war es das. Also du warst, wurdest nie so von wegen, an der Tür klopft so ein Zombie, duck, duck, ach, komm doch rein, Hans, Mensch, auf dich habe ich doch gewartet. So, Mensch, was hast du denn mitgebracht? Ach, das ist ja super. Das hat mir noch gefehlt, da ein bisschen Milch, da ein bisschen Honig und dann ist alles tutti. Ich muss ja dazu sagen, das ist auch der Hauptgrund, warum ich noch Ark spiele, weil das hat wenigstens Endgame-Content, ne? Okay, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen und möchte auch nicht beurteilen. Doch, du hast ein Level-System und die großen Dinos kannst du auch erst später tamen und so weiter und so fort. Ich wurde ja letztens geflamed, weil ich mir mal einen Server ausgesucht habe, so wie wir ganz am Anfang bei Rust, wo du mit einem Schlag hier halbe Inventar voll hattest, ne? Ah, okay. Wir cheaten und ja, war interessant. Jo. Ich will halt auch nicht immer wieder von vorne anfangen, weil mir irgendeiner die Hütte kaputt raidet. So, wie sieht's aus bei dir? Hast du schon, hast du? 189, soll ich mal langsam zurückkommen? Oh ja, wäre nicht schlecht, wäre nicht schlecht. Muss ich erstmal wieder einen Ausweg graben, ha 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 ha. Ach verdammt, jetzt wollte ich noch in der Folge zeigen, wie ich hier so einen Block fertig mache, aber der Weizen will irgendwie nicht ganz so wachsen. Das fehlt noch ein ganz kleines Stück, dann habe ich es geschafft. Dann hast du es geschafft. Komm, wir gucken jetzt alle ganz gemein oder ganz interessiert bei mir in meiner Folge zu, wie der Weizen wächst. So, da du das Zeug doch noch nicht brauchst, gehe ich noch schnell zum Magnesium. Ach verdammt, ey, jetzt renne ich hier die ganze Zeit hin und her und hoffe, dass hier irgendwas davon mal gewachsen ist. Und dann, ach Mann, wir brauchen noch endlich was zum Essen. Und ich will den Foodprozessor noch mehr auskosten. Und es gibt so viele Sachen, die man hier noch entdecken kann. Aber was man hier entdecken kann, tja, liebe Leute, so leid es mir tut, ihr werdet es nicht in dieser Folge erfahren. Ihr werdet es erst in einer der späteren Folgen erfahren. Nämlich dann bei mir, beziehungsweise halt dann beim Corti-LP. Ja, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge. Oh. Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei und guckt euch nochmal das Nom 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 Video von Corti an, das lohnt sich. Nein. Ja? Ich weiß nicht, bei Magnesium war ich schon. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro. Nom Nom Nom. Tschö, tschö. Gehabt euch wohl und tschüss.